Für die meisten von uns ist das wohl das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Man selbst oder andere entdecken Nacktbilder von einem online. In diesem Video zeige ich dir, welche Schritte du gehen kannst, wenn dir sowas passiert ist. Schritt 1. Durchatmen und nachdenken. Auch wenn man in so einem Moment erstmal total unter Schock steht und vielleicht sogar Panik bekommt, ist es ganz wichtig, erstmal durchzuatmen und ein bisschen die Gedanken zu sortieren. Denn mit einem ruhigen Kopf kannst du viel bessere Entscheidungen treffen und den ruhigen Kopf brauchst du auch für die nächsten Steps. Schritt 2. Überleg dir, wer oder was dir jetzt wie helfen kann. Vielleicht sind es deine besten Freunde, deine Eltern oder andere Vertrauenspersonen. Du kannst die dann kontaktieren. Am besten überlegst du dir auch noch vorher, wie sie dir helfen können. Reicht es dir, wenn du erstmal von dem Problem erzählen kannst und dir jemand zuhört, du also deine Gefühle erstmal loswerden kannst? Oder sollen sie dir ganz konkret helfen, zum Beispiel bei den nächsten Schritten? Schritt 3. Sammle Beweise und rechtskräftige Screenshots. Auch wenn dir das vielleicht schwerfällt, denn du willst die Bilder da online sicherlich gar nicht sehen, wenn du gegen die Täterinnen oder Täter vorgehen willst, dann brauchst du Beweise und das sind online einfach Screenshots. Wie du rechtskräftige Screenshots anfertigen kannst, da hat HateAid eine ganz tolle Anleitung, verlinken wir in der Infobox. Schon mal vorneweg, ganz wichtig ist es, dass auf solchen Screenshots das Datum und die Uhrzeit zu sehen ist, sowie die Person, die das eben hochgeladen hat, also von welchem Account die Bilder oder Videos hochgeladen wurden. Schritt 4. Kontaktiere die Plattformen, auf denen du die Bilder oder Videos von dir gefunden hast. Schreib denen, dass Bilder oder Videos von dir bei ihnen online sind, ohne dein Einverständnis und dass die sofort runtergenommen werden sollen. Kontaktadressen zu diesen Plattformen findest du meistens im Impressum. Das ist ganz oft am Ende der Seite und wenn die Seite auf Englisch ist, dann heißt es nicht Impressum, sondern Imprint. Schritt 5. Jetzt kannst du Anzeige erstatten. Es sollte klar sein, aber ich sag's trotzdem nochmal, wenn jemand gegen deinen Willen Fotos von dir veröffentlicht oder Videos und wenn das auch noch intime oder Nacktfotos sind, dann ist es eine Straftat und dagegen kannst du vorgehen, und zwar indem du die Person oder die Personen anzeigst. Nimm dir dazu am besten eine erwachsene Begleitperson, deine Beweise und geh direkt zur Polizei. Du kannst natürlich auch einen Freund oder eine Freundin mitnehmen. Man kann auch Online-Anzeige erstatten, dafür habe ich dir einen Link in die Infobox gepackt und wenn du da draufklickst, kannst du dann dein Bundesland auswählen und wirst dann dahin weitergeleitet, wo du je nach deinem Bundesland eben die Online-Anzeige aufgeben kannst. Schritt Nummer 6, kontaktiere Google. Denn natürlich willst du auch nicht, dass diese Bilder oder Videos irgendwie über eine Suchmaschine wie Google gefunden werden können. Bei Google gibt es die Möglichkeit, einen Antrag darauf zu stellen, dass bestimmte Ergebnisse, in dem Fall die, die zu deinen Bildern oder Videos führen, nicht gelistet werden. Google erklärt selbst, wie dieser Antrag funktioniert und den Link zu dieser Erklärung, wo du auch gleich den Antrag findest, auch den habe ich dir in die Infobox gepackt. Das Ganze kann man auch für andere Suchmaschinen machen, aber Google ist einfach erstmal der wichtigste Schritt, da wir die alle am allermeisten nutzen. Schritt 7 ist, ändere deine Passwörter. Dieser Schritt ist vor allem dann sinnvoll, wenn deine intimen Fotos vielleicht irgendwo aus der Cloud oder aus irgendeinem Account von dir rausgezogen werden. Dann solltest du da auf jeden Fall alle Passwörter ändern und überprüfen, wem du diese Passwörter vielleicht mal gegeben hast. Und last but definitely not least, bleib nicht allein damit. Auch wenn du dich wahrscheinlich schämst und dir das Ganze super unangenehm ist, sprich mit jemandem drüber. Such dir eine Vertrauensperson, mit der du über deine Gefühle sprechen kannst und die dich jetzt auch unterstützen kann. Denn eigentlich ist es so, dass sich die Person, die das Ganze von dir hochgeladen hat, schämen müsste und nicht du. Du kannst nichts dafür. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass du dieses Video nie brauchen wirst, aber in jedem Fall bist du jetzt zumindest mal informiert, falls dir doch sowas passieren sollte. Wenn du dich aber auch für den sicheren Umgang mit intimen Fotos online interessierst, dann schau doch mal bei Handysektor rein, da haben wir einige Artikel und Videos dazu oder lass gleich hier ein Abo da.